Willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, an unserem Pressbriefing teilzunehmen, das wir überschrieben haben mit: Wie präzise waren die regionalen Vorhersagen des europäischen Flutwarnsystems EFAS? Ziemlich genau 4 Wochen sind die verheerenden Flutereignisse in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz jetzt her. Und um nochmal kurz in die Chronologie zurückzugehen, am Montag, dem 12.07., verdichten sich vormittags im Warnzentrum des Deutschen Wetterdienstes die Hinweise, dass das Wetter der jetzt beginnenden Woche extrem werden könnten, dass schwere Unwetter und starke Regenfälle möglich sind. Die Frage, so ein paar Tage vorher, ist immer noch: Wo genau wird das passieren? Nachmittags kommt dann der erste Hinweis aus dem DWD, dass Hochwässer an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutung von Straßen möglich sind. Und am Dienstag wird die Warnung verschärft auf extrem ergiebigen Dauerregen. Das Unwetter als solches konnte also ziemlich präzise vorhergesagt werden. Was dann mit dem Wasser passiert, wenn es einmal den Boden erreicht hat, ist ja eben nicht mehr in der Vorhersagetätigkeit des DWDs mit drin, sondern das ist dann Aufgabe auch der Gemeinden vor Ort mit den jeweils ganz anderen topografischen Konstellationen, das zu übersetzen, was dort passieren kann. Aber was tatsächlich dann passiert ist, das konnte sich, glaube ich, niemand vorstellen. Am Mittwoch, Mitte der Woche, wurde es dann konkret. Gegen Mittag setzte das Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz die Warnstufe für die A-Region auf Rot. Das ist die zweithöchste Warnstufe. Und um 16:45 wurde die höchste Warnklasse Violett ausgerufen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dann kam es zu der Katastrophe, über die wir seitdem sprechen. Ein paar Tage später meldete sich Hannah Cloke, Wissenschaftlerin von der University of Reading, in der Öffentlichkeit bei der britischen Zeitung The Times und sagte, dass die EFAS, also die Europäische Flutwarnbehörde, seit Samstag, also 4 Tage vorher, schon davor gewarnt hat, dass es zu Flash Floods, also zu Sturzfluten, kommen könnte, dass es durchaus möglich gewesen sei, vorbereitet zu sein. Auch wir im SMC hatten Kontakt zum Pressesprecher von Frau Cloke und haben darum gebeten, dass sie uns doch die Karten zur Verfügung stellt, um sehen zu können, ob es wirklich diese Vorwarnung gab oder ob das noch ein bisschen vager war, als sie das in den Raum gestellt hatte. Wir haben die Antwort bekommen, dass es das nicht möglich ist, dass wir warten müssten, bis die EFAS 4 Wochen später diese Karten publiziert. Und diese 4 Wochen sind jetzt genau rum. Und das ist der Anlass für dieses Pressbriefing. Ich freue mich, dass unsere drei Expertinnen und Experten da sind. Liebe Journalistinnen und Journalisten da draußen, her mit Ihren Fragen wie immer. Vielleicht kennen Sie es schon. Können Sie hier unten in dem Bereich Fragen und Antworten alle Fragen stellen, die Sie haben. Wir werden uns dann im Teamwork darum kümmern und ich werde versuchen, so viele Fragen wie möglich unterzubringen. Genau, ich hoffe, wir schaffen, so viele Fragen wie möglich einzubauen. Kurz zum Ablauf: Ich stelle Ihnen jetzt unsere Expertinnen und Experten vor, stelle dann kurz ein oder zwei Fragen und ich freue mich darauf, dass Herr Dietrich etwas vorbereitet hat, mit dem er uns auf diese EFAS-Karten dann mit entführt. Ich möchte beginnen bei der Vorstellung mit Bernhard Mühr. Er ist externer wissenschaftlicher Mitarbeiter von RiskLayer für das Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology, CEDIM, das beim Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT in Karlsruhe angesiedelt ist. Und er ist Geschäftsführer der EWB Wetterberatung. Herr Mühr, schön, dass Sie da sind. Sie haben Morgen. ja für diese Analyse von CEDIM die Wetterlage dort Mitte Juli nochmal rückwirkend analysiert. Können Sie sich dann noch erinnern, wie Sie das in Echtzeit damals mitbekommen haben? Und war das aus Sicht des Meteorologen in Echtzeit tatsächlich erkennbar, dass da etwas kommt, was das Potenzial mit sich bringt? Ja, ich kann mir schon noch, ich schaue jeden Tag meine Wetterkarten und meine Modelle an und bin dann eigentlich schon immer auf dem Laufenden und sehe, was möglich sein wird die nächsten Tage. Und tatsächlich war das bei diesem Starkregenereignis 13. 14. Juli diesen Jahres auch so, dass relativ früh heißt jetzt in diesem Sinne von sagen wir, 5 Tage im Voraus schon das Potenzial für wirklich extreme Niederschlagsmengen erkennbar war. In den Modellen hat noch ein bisschen geschwankt, wo jetzt genau in Deutschland oder in den Nachbarländern, in den westlich angrenzenden Nachbarländern das Maximum sein würde. Auch das Schwarzwald war mit hohen Niederschlagsmengen versehen eigentlich. Also das war, dass da was kommen, dass die Wahrscheinlichkeit immer größer werden würde, dass was Extremes passieren würde, die war da. Und ich bin auch, muss ich sagen, wirklich erschrocken. Wir sehen diese großen Zahlen, diese großen Niederschlagssummen mit
200 Liter teilweise in den Modellen, was da vorhergesagt wurde, innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Die sehen wir wirklich extrem selten. Und dann noch über einem relativ großen Gebiet, also nicht ein punktuelles Gewitterereignis, sondern ein recht großflächiges, mehrere 1000 Quadratkilometer großes Gebiet, das dann betroffen sein würde. Das kommt selten vor. Ich habe irgendwo gelesen, dass es dann im Laufe des Nachmittags von dem Mittwoch auch eine Entwarnung vom DVD gab. Ist das so? Wissen Sie, ob das so Standard ist, dass man sagt, so der Regen lässt ein bisschen nach? Ja, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was der DVD jetzt in dem Mann-Ablauf genau formuliert hat, aber dass das Regenereignis an sich eben von Mittwoch früh bis in die Nacht hinein andauern würde, das war eigentlich klar, mit unterschiedlichen Intensitäten. Das hat jetzt auch nicht konstant mit gleicher Intensität über 12, 15 Stunden geregnet. Das war mal mehr, mal weniger, aber insgesamt in der Summe dann natürlich schon sehr viel. Das war klar, und dass es da Variabilitäten gibt, räumlich und zeitlich, das ist natürlich liegt in der Natur der Sache einfach. Und ob der DVD da reagiert hat und diese Variabilitäten noch versucht hat, auch in seinen Warnungen da abzubilden, das kann ich jetzt so im Detail nicht sagen. Mhm. Danke, Herr Dietrich, ich mache erst mal diese Runde fertig, okay, dass wir alle mal drin hatten, entschuldigen Sie bitte. Aber behalten Sie den Gedanken gerne. Ich möchte fortfahren in der Vorstellung mit Frau Professorin Dr. Annegret Thieken. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe Geografie und Naturrisikenforschung am Institut für Umweltwissenschaften und Geografie der Universität Potsdam. Und ich fand es ganz spannend, Frau Thieken, Ihre Habilitation haben Sie zu Flutrisikomanagement in Deutschland geschrieben und beschäftigen sich heute mit den Auswirkungen von Naturgefahren und die Wirksamkeit von Vorsorgemaßnahmen mit einem Fokus auf Hochwasser und Starkregen. Ich habe in einer Analyse, die Sie jetzt auch im Nachgang geschrieben haben, gelesen, dass da schreiben Sie, extreme Hochwasser bleiben trotz integriertem Risikomanagement eine Herausforderung. Und jetzt kommt es, obwohl seit Jahrzehnten Optimierung von Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge betrieben werden. Wenn ich jetzt überlege, wie diese Orte aussehen, es wird ja irgendwie immer mehr versiegelt, die Siedlungen werden immer verdichtet, es leben immer mehr Menschen auf diesen Räumen. Und weiß gar nicht, ich habe bestimmt noch ganz vieles vergessen. Was passiert denn bei diesen Optimierungen? Und wie kann dann trotzdem das ein solches Ausmaß annehmen, wenn Sie sagen, dass das seit Jahren betrieben wird? Ja, erstmal schönen guten Morgen in die Runde. Also extreme Ereignisse bleiben eine Herausforderung. Und es ist auch immer die Frage, was wir wirklich als extrem bezeichnen. Wir werden ja heute über die Warnsysteme sprechen. Die haben schon auch in Deutschland eine einheitliche Farbgebung. Das ist zumindest auch ein Ergebnis der Auswertungen oder der Schlussfolgerungen aus dem schweren Hochwasserereignis von 2002. Also dass zum Beispiel eben diese extremste Stufe violett eingefärbt wird und die Unwetter rot zum Beispiel. Das ist durchgängig beim DVD so, bei verschiedenen Wetterwarnungen. Und es ist auch in den Landeshochwasserzentralen so, die dann eben für die Hochwasservorhersage zuständig sind. Das hat man vereinheitlicht, das ist schon mal ein Schritt. Die Bedeutung ist aber immer ein bisschen anders zum Beispiel. Also violette Einfärbung beim DVD kann durchaus bedeuten, lebensbedrohliche Lagen können eintreten, Evakuierungen können auftreten, jetzt im Fall von Dauerregen oder Starkregen. Bei den Hochwasserwarnungen der Länder kann das zum Teil heißen, es ist höher als ein 50-jähriges Ereignis. Oder auch, es kann eben zu weitreichenden Schäden führen. Das ist nochmal Landesdefinitionssache. Das heißt, man hat da schon viel vereinheitlicht. Wir haben aber trotzdem immer noch die Bedeutung, die unterschiedlichen Bedeutungen auf föderaler Ebene. Und bei den extremen Hochwassern, also es gibt ja eben auch im Zuge der Implementierung der Europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie Gefahrenkarten für die extremen Hochwasserereignisse. Und da sprechen wir deutlich von Ereignissen, die eine Jährlichkeit von, also seltener als einmal in 100 Jahren haben. Das rangiert von einem 200-jährlichen Ereignis bis zu einem 1000-jährlichen Ereignis. Und weil man das so schlecht abschätzen kann, sagen auch einige Länder, sie nehmen einfach einen Faktor 1,6 oder 1,4 mal den 100-jährlichen Abfluss, um einfach zu zeigen, es ist wirklich extrem. Und was es dann nun wirklich ist, das lässt sich im Einzelfall schlecht sagen. Und das ist sicherlich jetzt auch in der Region, die betroffen war, ein wichtiger Punkt, dass das extreme Ereignis, das zum Beispiel in den Gefahrenkarten abgebildet wurde, eigentlich das bei weitem nicht trifft, das, was wir jetzt bekommen haben. Mhm.
Ja, danke schön für diese ersten Erklärungen. Und ich schließe die Vorstellungsrunde ab mit Privatdozent Dr. Jörg Dietrich. Er ist der Leiter der Arbeitsgemeinschaft am Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft an der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität in Hannover. Ja, Herr Dietrich, wir haben lange in den Vorgesprächen auch schon darüber gesprochen. Sie hatten angeboten, dass Sie uns mit auf die EFAS-Karten nehmen, indem Sie Ihren Bildschirm teilen und uns zeigen, was denn tatsächlich in den Wochen vorher zu sehen waren. Also, ja, würden Sie das machen jetzt dann? Ja, ich glaube nicht sofort, oder? Wollten Sie mich? Nee, das wäre so mein, damit wir sozusagen, weil das ja die Frage ist, was wir jetzt beim was wir sehen konnten in EFAS sozusagen vor 4 Wochen tatsächlich. Das ist ja ganz spannend jetzt, ja. Okay, dann erstmal guten Morgen an alle und vielleicht zunächst, bevor wir zu EFAS schauen, eine kurze Einführung noch zu dem Thema. Wie wird der Niederschlag in Abfluss transformiert? Wie werden Warnungen sozusagen mit Simulationsmodellen berechnet? Denn das ist das, was EFAS letztlich auch tut. Es wurden in den letzten Jahrzehnten, speziell nach den Hochwassern 2002, verschiedene Warnsysteme entwickelt, welche mit Simulationsmodellen arbeiten und auch aufnehmen, dass die Niederschlagsvorhersage immer besser geworden ist und Unsicherheitsbandbreiten auch vorhersagt und inzwischen auch 3 bis 4 Tage, 5 Tage, vielleicht sogar 10 Tage vor dem Ereignis gute Hinweise liefert, wo man mit Modellen Abflüsse berechnen kann. Und das EFAS ist eben ein System auf der Ebene der EU für ganz Europa. Das werde ich gleich zeigen. Ich will es nur noch einordnen. Es ist natürlich nicht das einzige System. Es ist auch nicht das System, was letztlich auf der lokalen Ebene verwendet wird. Das ist mehr so eine Art Vor- und Frühwarnsystem. Und die Bundesländer haben dann eigene Simulationsmodelle, zumindest Rheinland-Pfalz tut das, Nordrhein-Westfalen glaube ich noch nicht so stark, wo dann 1, 2 Tage vor dem Ereignis nur nochmal detailliert unter Kenntnis der Flussgebiete vor Ort versucht wird, mit den aktuellen Wettervorhersagen, vor allem auch das DWD, dann nochmal weiter zu simulieren und auch eigene Warnungen herauszugeben. Die Gemeindeebene hat in der Regel keine solchen Modelle. Die hängt da oft an den Daten des Landes. Das ist eigentlich eine Technik, die man schwer auf so einer kleinen Ebene auch implementieren kann, weil man ja ganze Flussgebiete betrachten muss. Und dann schalte ich gerne mal den Bildschirm zu EFAS frei. Und das müssen wir jetzt sehen vor dem Hintergrund. Das geht hier um große Maßstäbe. Es geht hier um die EU. Es geht um große Flussgebiete erstmal. Das heißt, was wir hier im EFAS sehen, will ich erstmal starten von der Seite des sogenannten Copernicus Emergency Management Service. Das ist ein Service der EU, welcher hier anbietet, zum einen Karten zu erstellen während eines Ereignisses und vor allem nach einem Ereignis, aber eben auch Frühwarnungen zu geben. Und zu den Frühwarnungen gehört das EFAS-System, was hier links unter Flats steht. Das ist jetzt alles Englisch, macht aber, denke ich, für uns nichts. Und da schalte ich einmal rüber zu dem EFAS-System. Wir sehen also jetzt hier im EFAS erstmal nur eine Karte, mehr nicht. Da kommt gleich mehr dazu. Und Sie sehen hier Köln, Sie sehen hier das Rhein-Main-Gebiet. Ja, und wo wir uns jetzt konkret als Beispiel mit beschäftigen, das Flussgebiet der A ist dann hier dazwischen. Da schauen wir gleich im Detail nochmal drauf. Was das EFAS leisten kann, ist beispielsweise hier für die großen Flüsse Rhein, die großen Nebenflüsse des Rheins, übrigens nicht die A, Hochwasserabflüsse zu simulieren aufgrund von Vorhersagen der Mittel- und Langfrist, also durchaus auch bis zu 10 Tage vorher. Ich habe jetzt hier mal den 10.7. aktiviert, weil das der Tag ist, an dem doch die Hinweise sich schon sehr stark verdichteten aus den Vorhersagemodellen. Und das EFAS würde also hier jetzt beispielsweise den Rhein färben, orange. Wir können hier mal eine Legende zu aufrufen. Das besagt also jetzt hier, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Flut oder ein relevantes Hochwasser über 50% beispielsweise ist in Teilen des Rheins. Und hier wird es schon etwas niedriger. Also man kann natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht unbedingt sagen, dass eine katastrophale Flut in kleineren Gebieten erwartbar ist. Aber wir werden da gleich weiter schauen. Und was das EFAS auf der Ebene der großen Flüsse auch leistet, ist beispielsweise hier solche Reporting Points anzubieten, wo dann detaillierte Vorhersagegrafiken bereitgestellt werden. Und auf den großen Gebieten wird wirklich auch mit einem hydrologischen Modell
der vorhergesagte Niederschlag in Abflüsse im Fluss umgerechnet. Und dann sehen Sie halt hier eine Ganglinie in der Mitte, wo es dunkelblau ist. Das ist sozusagen die mittlere Annahme. Und dann sehen Sie eine Bandbreite zwischen den beiden dünnen grauen Linien, innerhalb derer sich entsprechend der Vorhersagemodelle das Geschehen abspielen könnte. Wir wollen uns aber gar nicht so sehr auf den Rhein fokussieren, denn die Katastrophe ist ja letztlich in den kleineren Flussgebieten vor allem passiert. Die Überflutung des Rheins war vergleichsweise nicht ganz so desaströs wie jetzt beispielsweise an der Ahr oder auch in vielen Teilen von NRW. Und deshalb will ich gerade umschalten. Beim EFAS gibt es auch die Möglichkeit, hier in den Menüs auf eine sogenannte Flash Flood Warning zu schalten. Das sind also dann Warnungen vor Sturzfluten. Im Grunde das, was wir letztlich beobachtet haben, schnell ansteigende Abflüsse in kleineren Gebieten unter 2000 Quadratkilometern laut EFAS. Und diese Sturzflutwarnung, die wollen wir uns dann lieber im Zoom anschauen, einfach direkt schon auf die Ahr. Wir sehen hier Sinzig, wo die Ahr in der Nähe in den Rhein mündet. Hier Bad Neuenahr-Ahrweiler, also die beiden größeren Städte im Gebiet. Und dann hier den ganzen Oberlauf des Gebietes der Ahr. Und was das Vorwarnsystem macht, das hat jetzt kein detailliertes Modell, sondern die nehmen die Niederschlagsvorhersagen und die Bodenfeuchte im Gebiet zusammen und berechnen daraus so eine Art Index mehr. Das ist also keine hydrologische Simulation wie in den großen Gebieten oder wie sie dann das Land ein, zwei Tage vorher macht. Aber das ist nicht zu verachten, weil die relevanten Größen im Grunde tatsächlich der erwartete Niederschlag sind und die Bodenfeuchte, die im Gebiet vorliegt. Aus den beiden kann man schon sehr viel ableiten. Insoweit ist diese Variante, die EFAS hier wählt, durchaus einige Tage vorher relevant in ihrer Aussage. Ich habe hier den 10.7. gerade aktiviert im EFAS um 12 Uhr. Das wäre sozusagen der Zeitpunkt, an dem die Vorhersage ausgegeben wurde, ein bisschen später in der Regel, also die Berechnung ist um 12 Uhr. Und Sie sehen hier in Rot markiert die zweithöchste Warneinschätzung aus dem EFAS, zum Beispiel für die Ahr und auch viele andere Flüsse in der Region. Wir können da später nochmal anders reinzoomen. Ich will einmal nur kurz durchgehen vom 10.7. auf den 14., was sich getan hat in den Tagen davor. Wenn wir jetzt hier am 11. sind morgens, dann sind wir immer noch auf der roten Stufe. Sie haben schon lila gesehen woanders, was die höchste Stufe wäre. Wir kommen jetzt immer näher ran und jetzt haben wir hier den 12.7. mittags. Da ändert sich die Farbe schon in die höchste Warnkategorie, die EFAS berechnet. Herr Dietrich, noch mal ganz kurz, weil es da jetzt lila wird. Das ist der 12.7. mittags, ne? Und die Katastrophe war in der Nacht vom 14. auf den 15. Ja. Richtig, okay. Ja, wir müssen natürlich im Auge behalten, dass EFAS hier nicht wirklich ortsgenau rechnet. Also man sollte jetzt nicht denken, dass wir aufgrund dieser Information ein bestimmtes Haus evakuieren könnten oder die zuständigen Behörden. Aber letztlich ist, wenn es darum geht, welche Warnstufen wurden angezeigt, ist ab mittags am 12. dieses Gebiet in der höchsten. Allerdings sind sehr viele Gebiete in der höchsten. Also wir können trotzdem natürlich nicht sagen, das ist völlig präzise. Aber das sind sehr klare Warnzeichen. Aufweckmomente oder wie auch immer. Ja, und das bleibt dann halt so, die ganze Umgebung wird am 13. Mitternacht dann eben in die Niederstufe gehen und da ändert sich dann auch nichts mehr. Das wäre dann natürlich der Zeitpunkt zu sagen, okay, ging das konkreter? Und EFAS, ich mache jetzt mal die vielen Linien aus und Sie sehen, es gibt dann ein paar wenige sogenannte Reporting Points, für welche EFAS diese einfache Rechnung macht, Bodenfeuchte und Niederschlagsvorhersage und konvertiert die in so eine Art, ja eher eine Art Index, aber das sieht eigentlich aus wie so eine hydrologische Simulation, wenn man sich das anschaut. Das ist jetzt also hier, was für den Bereich des Gebietes um die Ahr rum, das kann man nicht genau lokalisieren, das ist mehr eine Gebietsinformation, hier abgeleitet wurde und ist bestimmt auch eine Steilvorlage für Frau Dieken, gleich nochmal die Frage, diese Jährlichkeiten anzusehen. Das, was mich fasziniert hat fast, ist die Vorhersage des Scheitels, der Abflussspitzen, ist ziemlich präzise und kurz nach Mitternacht am 15. Und so passierte es auch in dem Gebiet. Von daher ist das relativ gut sichtbar. Wir haben hier die schwarze Linie, das ist sozusagen die mittlere Annahme. Da bewegen wir uns hier noch im roten Bereich, nicht im lilanen. Dann haben wir die gestrichelten Linien,
Das ist sozusagen die bessere Hälfte aus den Daten. Wir haben insgesamt 20 Vorhersagen in diesem System, 20 verschiedene. Die sollen die Unsicherheit der Situation versuchen, so ein bisschen einzurahmen. Das gelingt mehr oder weniger. Das heißt also, wir haben ja trotzdem noch, das kann man natürlich zur Entlastung sagen, wir haben immer noch ein Viertel der Vorhersagen, die im Grunde nichts Relevantes anzeigen. Man sollte also jetzt nicht sagen, okay, das sieht ja so aus, als ob die Welt untergeht, aber es ist ein immer deutlicher werdender Hinweis auf das Ereignis hin. Und jetzt ist natürlich die Diskussion, was mache ich denn hier mit 31% im gliedernden Bereich? Wie ernst warnt das jetzt davor, dass beispielsweise Häuser zerstört werden, Menschen in Lebensgefahr sind? Das ist sehr schwer zu interpretieren. Und insbesondere diese 20 Jahre Wiederkehrintervall sind hier nach EFAS aus deren Datenbasis. Ich habe irgendwo nachgelesen, dass es eben aus den 19 Jahren des Simulationsmodells abgeleitet ist. Und das ist natürlich weniger als die Zeitreihen der Länder. Das ist vor allem insbesondere weniger als unsere historischen Erfahrungen mit so ganz schweren Ereignissen. Im Ahrtal gab es ja nun circa alle 100, 200 Jahre vielleicht relativ schwere Ereignisse und sogar in der jüngsten Vergangenheit einige, die übrigens nicht gut vorhergesagt wurden, zum Beispiel 2016. Allerdings ist hier relativ stabil an das Ereignis heran, das jetzt immerhin schon 2 Tage vor dem Scheitel. Aus meiner Sicht der Hinweis, wachsam zu sein und alles, was irgendwie an Informationen eingeht, zu verfolgen. Insoweit hat das EFAS hier an dieser Stelle zwar nicht das Potenzial, sehr präzise sozusagen Evakuierungsmaßnahmen oder anderes zu planen, aber doch ja, dazu zu mahnen, die Situation sehr ernst zu nehmen. Und das ist jetzt, sagen wir mal, ein Niveau. Wir wollen jetzt, glaube ich, auch noch mal rauszoomen. Das mache ich aber gleich später. Ich will noch mal eine Stufe umschalten. Es gibt dann ja von EFAS auch noch Warnungen, die versendet werden. Denn das ist ja auch das, was Frau Klug angesprochen hat mit dem Thema, die deutschen Behörden wären gewarnt worden. Ich kenne nicht die Warnungen, wie sie im Originaltext versendet wurden. Ehrlich gesagt müsste man da die passenden Behörden auch ansprechen. Die sind nicht öffentlich, die Warnungen. Die Frage kam sich ja auf, warum ist EFAS nicht öffentlich? Es gilt halt als mehr internes Fachinformationssystem für die Mitglieder. Aber was halt gemacht wird, ist, dass dieser Kartendienst sehr schnell gestartet wird. Wenn die Anzeichen sich verdichten, das wäre also hier am 13.07., wurde dann für das Hochwasser, das erwartet wird, der Kartendienst eröffnet und dann können eben beteiligte Behörden beispielsweise sich Überschwemmungskarten zeigen lassen. Das ist nicht unbedingt für die Vorhersage mehr. Das ist für die Katastrophenbewältigung, für den Katastrophenschutz gedacht. Allerdings ist die Tatsache, dass wir hier eine Liste haben von gerade mal 10 Warnungen von 2013 ab, wo dieses System aktiviert wurde, ist zumindest ein Indikator dafür, dass das EFAS die Lage hier nicht zu oft als sehr ernst darstellt. Denn es ist immer auch so eine Frage, wie viel Fehlwarnung gibt es denn eigentlich aus den Systemen? Also für mich wäre das jetzt erstmal zumindest ein kleiner Hinweis dahingehend, dass EFAS gar nicht so anfällig ist, bei der ernsten Warnung letztlich Fehlwarnung auszusprechen, auch wenn es natürlich häufiger Fehleinschätzungen gibt. Und dann sieht man halt hier in dem System unter dieser Warnnummer eine Liste von Karten. Da kann ich zur Not später noch mal was zeigen. Das ist aber jetzt vielleicht zu sehr ins Detail führend, wo man nachgucken kann, was genau überschwemmt wurde. Ich würde also vielleicht an dieser Stelle bei EFAS fragen, Herr Wenzel, Sie hatten noch einen Vorschlag, ein anderes Zoom-Level mal zu zeigen, was wir Ihnen vielleicht noch zeigen wollen. Ja, wenn Sie die Affected Areas für die Flood, für die Flash Floods nochmal anstellen könnten, bitte, dann würde ich und ein bisschen rauszoomen könnten. Da fällt mir nämlich eine Frage, Frau Thieken, an Sie ein. Wenn ich da jetzt, Sie können dann auch gleich gerne wieder rausgehen, weil jetzt haben wir sozusagen qualitativ gesehen, wenn ich die Frage gestellt habe. Ich sehe, dass ja wirklich in sehr, sehr vielen Regionen die höchste Warnstufe sozusagen von EFAS hier signalisiert wird. Und ich überlege mir jetzt, ich bin in einer Behörde, die Entscheidung treffen muss, okay, was mache ich denn daraus? Und sehe, dass so große Bereiche betroffen sind. Wie kriege ich das denn hin, dann in der Abwägung richtig zu entscheiden, das ist hier, da, in dem Bereich, für den ich jetzt einen Zugriff habe sozusagen oder für den ich die Verantwortung trage, wirklich dort zu sagen, wir müssen die Menschen warnen und im Zweifel sogar evakuieren.
Ja, zum einen muss man erst mal sagen, es wird ja auch in den Fragen im Chat angesprochen. Also die, das ist, wie Herr Dietrich ja sagte, einfach Informationssystem. Das heißt, für Deutschland ist der Deutsche Wetterdienst dort Projektpartner bei EFAS. Und die Warnungen gehen auch erstmal an den Deutschen Wetterdienst. Der leitet diese weiter im Zuge der Übermittlung von meteorologischen Daten aus seinen Vorhersagen als hydrologische Begleitinformationen an die Länder. Und in Deutschland sind die Länder für die Hochwasservorhersage verantwortlich. Und die gucken sich das mit an, die haben aber alle auch eigene Modelle für die Hochwasservorhersage, die auch letzten Endes genauer sind, also was die Zeitreihen angeht. Also das heißt, da fließt viel mehr Informationen ein, als das hier bei EFAS der Fall ist, also vor allem auch für die kleinen Einzugsgebiete. Und wahrscheinlich ist in EFAS quasi, also werden die Abflüsse eher als Tagesmittelwerte betrachtet, zumindest für die größeren Flüsse. Und das bringt es an den kleinen Flüssen eigentlich nicht. Also weil die Welle, das hat man ja gerade auch ein bisschen gesehen an dieser an diesem Informationspunkt, den Herr Dietrich gezeigt hat. Also das geht halt innerhalb von ein paar Stunden durch. Deshalb verlassen sich die Länder eher auf ihre eigenen Modelle. Und wir wissen aber auch aus Rheinland-Pfalz und aus Nordrhein-Westfalen, dass entsprechende Flussabschnitte, die jetzt betroffen wurden, auch gewarnt wurden. So, aber dann die Evakuierung spricht auch wiederum nicht die Wasserwirtschaft aus, sondern das ist Aufgabe der Katastrophenschutzbehörden. Das heißt, da findet eine Übergabe statt an die Bürgermeister, an die Landkreise, und dort Verantwortlichen an die Feuerwehren. Also die haben eigentlich Zugriff auch auf diese Informationen und die müssen letzten Endes die Entscheidung treffen, ob evakuiert wird oder nicht. Und die sind natürlich, wenn ich einen Satz noch sagen darf, für alle möglichen Gefahren verantwortlich. Das heißt, Sie sehen vielleicht auch schon anhand dieser EFAS-Einführung, dass man sehr viel Fachwissen braucht, um das richtig zu interpretieren und um das einordnen zu können. Und das ist oftmals dann in den Kommunen nicht vorhanden, eigentlich bei den Entscheidungsträgern. Das heißt, im Fall von Hochwasser würden die sich zum Beispiel auch die Gefahrenkarten anschauen, die wir jetzt glücklicherweise also wirklich weit in vielen Gebieten haben und sehen dann halt, naja, größer als ein 20-jährliches, das ist jetzt nicht so dramatisch, oder selbst ein 100-jährliches für die A hat jetzt nicht so weitreichende Auswirkungen, also oder das kann man da nicht erkennen in den Karten, wie sie jetzt tatsächlich aufgetreten sind. Das heißt, die Personen vor Ort haben dann natürlich auch eine sehr schwierige Situation. Da ist eine Frage von einem Kollegen gekommen, auch der fragt, warum sind die Warnungen nicht öffentlich und wie wird das System finanziert? Also ich stelle mir vor, die Frage, warum es nicht öffentlich ist, hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass eben, wie Sie gerade sagten, Fachkompetenz notwendig ist, um da die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, oder was könnte das sein? Ja, also man verfolgt bei der Warnung ein sogenanntes Single-Voice-Prinzip. Also das heißt, dass eine Behörde eben auch amtlich, also beauftragt ist, Warnungen und befugt ist, Warnungen rauszugeben. Für Unwetter ist das in Deutschland der DWD. Für Hochwasser, wie gesagt, ist Länderkompetenz, aber auch da hat man so eine Bündelung vorgenommen in vielen Bundesländern. Also das heißt, da gibt es Hochwasservorhersagezentralen, die für ein bestimmtes Gebiet die Aufgabe haben zu warnen. Und dann geht es eben an den Katastrophenschutz, an die Medien, an die Bevölkerung und so weiter. Und man möchte mit dieser Abfolge eigentlich vermeiden, dass die Bevölkerung oder auch die Medien verwirrt werden und durch unterschiedliche Informationsquellen, unterschiedliche Aussagen und so weiter. Also das ist eigentlich der Hintergrund, weshalb dann die Warnungen auch in EFAS erst 4 Wochen später veröffentlicht werden, sodass sie dann für alle einsehbar sind. Und weil hier die Frage nach der Finanzierung kam, hat da jemand von Ihnen Einblicke? Es ist meines Wissens es ist letzten Endes ein Projekt der Europäischen Union. Also wie Copernicus ist quasi von der Europäischen Union finanziert und es ist ein Projekt unterhalb von Copernicus. Mit kurzen Laufzeiten oder immer so für 10, 15 Jahre? Vermutlich eher nicht, ne? Die Laufzeit weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall, müssen die sich immer wieder bewähren und müssen natürlich auch zeigen, dass sie gute Arbeit machen. Mhm.
Herr Mühe, da ist eine Frage auch gekommen, bei der ich glaube, dass Sie da der richtige Mann für sind. Die Frage lautet, welche Rolle spielt neben dem Wetter im konkreten Fall die konkrete Geografie? Es ist ja, also ich fahre sehr viel Fahrrad im Ahrtal, ne? Man fährt einen Kilometer weiter und auf einmal kommen die Berge auf einmal alle von einer anderen Richtung. Und da ist es ja ganz wichtig, wo es dann tatsächlich abregnet. Also ja, tatsächlich, ja, die Topografie hat schon einen Einfluss, vor allem dann, wenn sie noch höher ist als jetzt hier im Bereich der Eifel, wo die Höhenunterschiede jetzt nicht so groß sind wie jetzt im Schwarzwald beispielsweise, im Bayerischen Wald oder auch in den Alpen. Und wenn man sich jetzt hier bei diesem Niederschlagsereignis die Niederschlagsverteilung sowohl in der Vorhersage als auch hinterher anschaut, wie viel ist tatsächlich gefallen, dann sieht man, dass da eigentlich die Verteilung recht homogen aussieht vom Niederschlag her. Also da keine Spitzen, da wo das Gelände besonders hoch aufragt und es noch zu einer Verstärkung gekommen ist, das ist nicht der Fall. Wir haben auch in Köln die höchsten Niederschlagsmengen gerade in Köln auf, nur nicht Mittelgebirge unbedingt. Auch Düsseldorf war mit über 100 Liter auf den Quadratmetern mit oben dabei. Die Werte in der Eifel, in Prüm, Watzerath beispielsweise oder auch in anderen Stationen dort, die sind jetzt nicht, zumindest nicht deutlich höher als im Flachland. Deswegen war da der Einfluss der Topografie oder lokale niederschlagsverstärkende Prozesse sind eigentlich in dem Fall nicht aufgetreten oder nur in geringem Umfang. Herr Dietrich, da können Sie ja bestimmt auch was zu sagen, ne? Weil ich erinnere mich dann, dass es vor vielen Jahren mal in Dortmund, oben da auf dem Campus in Eichlinghofen, auch so ein Starkregenereignis kam und dann ist das Wasser quasi die Straße runtergerauscht und in einem tiefer liegenden Ortsteil sind auch Menschen ertrunken in Einfamilienhäusern. Und das ist jetzt sozusagen noch nicht mal die übergeordnete Topografie im Sinne von, das ist Mittelgebirge oder nicht, sondern das ist ja sehr kleinskalig auch tatsächlich. Ne? Besteht aber die Möglichkeit, dass man aus den Informationen der Meteorologen wirklich genau sagen kann, in dem Viertel, liebe Leute, haut lieber ab? Ja und nein. Also das Wasser läuft erstmal nach unten. Das ist mal die einfache Regel der Schwerkraft nach. Das ist zum Beispiel erstmal ein entscheidender Punkt. Also in einem Tal, das V-förmig geschnitten ist, ist das Wasser eben schneller unten als in einer flachen Ebene. Also eine Überschwemmung in der unteren Elbe dauert schon ein bisschen länger. Man hat auch andere Vorwarnzeiten. Also in so einem eher gebirgigen Bereich. Und die Ahr ist zwar kein Hochgebirge, aber die Böden sind, glaube ich, relativ flach und relativ steil, die Hänge an der Ahr. Insoweit sind da schon fast Hochgebirgscharakteristiken eigentlich lokal. Insoweit ist das schon ein Gebiet, das gefährlicher ist als andere. Aber nichtsdestotrotz will ich eins sagen, man unterschätzt so ein bisschen oder überschätzt was vielleicht so die Hydrologie und Topografie. Wenn es so stark regnet, muss das Wasser irgendwo hin. Und da ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor tatsächlich, wie viel regnet es und wie viel Wasser ist schon im Gebiet, also wie feucht ist das Gebiet. Da ist die Topografie vielleicht nicht das allererste. Herr Mühe, bitte, gerne. Ja, wenn ich noch kurz ergänzen darf, man muss hier auch natürlich auch unterscheiden, betrachten wir jetzt ein Einzelereignis, einzelnes Gewitter, das räumlich relativ eng begrenzt ist, nur einige Quadratkilometer beeinflusst, so wie jetzt in Dortmund beispielsweise oder auch in Hagen am Abend zuvor oder am Tag zuvor auch in Hof in Bayern, wo es eben relativ eng begrenzt zu noch stärkeren Niederschlagsintensitäten gekommen ist in kurzer Zeit. Die gleiche Menge, aber in einer Stunde ist dort gefallen und dann natürlich schon auch extreme Schäden dann aber nur lokal verursachen kann. Oder betrachten wir, wie in diesem Fall, wie im Ahr, Prüm, Erft und Füllbereich, jetzt ein relativ großflächiges Niederschlagsereignis. Wir reden hier von mehreren, ja, Bundeslandgröße, sagen wir mal 10.000 Quadratkilometer, so im Maßstab. Da treten immer diese ganz lokalen Effekte treten dann zurück. Also je kürzer ein Ereignis, desto lokaler sind die Effekte und je großflächiger und je länger ein Ereignis andauert, desto weniger treten sind jetzt zum Mittelgebirge, haben dann Einfluss. Außer die ganz hohen an Alpen, dann gibt es dann die Effekte natürlich schon, Louvre-Lee-Effekte und solche Dinge. Das haben wir hier aber nicht gehabt. Deswegen haben wir im Endergebnis eine recht gleichmäßige Verteilung vom Niederschlag, die jetzt innerhalb von 24 Stunden so zwischen 100 und 150 Liter pro Quadratmeter so ausgemacht hat in den kompletten Einzugsgebieten der genannten Flüsse. Und das sind natürlich mit den Effekten, die der Herr Dietrich eben beschrieben hat, mit diesen Tief- oder Kerbtälern, die man dann noch hat und engen, tief eingeschnittenen, kommen dann diese Strömungsverstärkungen noch dazu und die Erosionskraft natürlich des Wassers auch noch, spielt natürlich auch dann noch eine Rolle. Aber auf dem Niederschlag her war das recht homogen. Ein Kollege fragt, ob Sie wissen, warum die Karten erst 4 Wochen jetzt im Nachgang einsehbar sind. Also bei so einem Ereignis, es hätte doch auch niemandem geschadet, wenn wir es nach 2 Wochen hätten wissen dürfen, oder? Oder Tage.
Das ist halt die Vereinbarung quasi zwischen dem Projekt EFAS und den nationalen Diensten, die eben offiziell für die Warnung zuständig sind. Also das ist sozusagen die Vereinbarung, um da nicht in Konkurrenz zu treten und um letzten Endes Bevölkerung nicht zu verwirren. Ja. Aber was hätte verwirrt, wenn ich nach 2 Wochen gesagt hätte, euch interessiert, das gab es die Warnung, die Diskussion ist da, die Staatsanwaltschaft nimmt die Ermittlungen auf. Also jetzt zu sagen, ja, wir haben irgendwann mal die 4 gewürfelt und deswegen sind es 4 Wochen. Ja, Herr Dietrich? Was denke ich, das hat auch ein bisschen was zu tun mit der unmittelbaren Bewältigung der Katastrophe und der Frage, wann Schulddiskussionen aufkommen. Ich weiß nicht, ob das der genaue Grund ist, aber das ist eine Erklärung, die ich für plausibel halte. Jetzt kommt die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wir hatten einen Fall in Sinzig insbesondere, der ermittelt wird. Das ist alles erst vor kurzem passiert. Das macht man nicht, wenn noch Leute vermisst sind, wenn Leute nicht bestattet wurden und so weiter. Das ist auch, denke ich, so eine Frage. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, Leute zu retten in dem Augenblick. Das ist die Nachbereitung. Und ich finde es natürlich als Wissenschaftler schade, dass die Daten recht spät kommen. Aber die allgemeine Diskussion über was lief alles schief, die kann auch ruhig noch ein bisschen warten in so einem Fall. Da muss man auch tiefer analysieren, da muss man ja mehrere Quellen ansehen. Ja, wir haben das jetzt schon sehr kurz gemacht. Karten sind gerade da und wir reden drüber. Ich sehe das natürlich als fragwürdig, ob man sowas aus einer Hand, ob diese Politik aus einem Sprachrohr sozusagen gut ist oder nicht. Heute gibt es ja viel Community Science, man traut den Bürgern schon mehr zu. Aber Katastrophenschutz ist halt schon so etwas, was keine Diskussionen verträgt in dem Augenblick. Es ist einfach eine Zeitfrage auch. Von daher, das ist ein kompliziertes Thema und ich denke, da hat man eben, wie Frau Thieken sagt, die 4 Wochen vereinbart. Und ich glaube, es macht nicht mehr viel Unterschied, ob das 1 oder 2 oder 4 Wochen später kommt. Werden denn die konkreten Warnungen einsehbar sein von der EFAS, die an die Behörden gingen? Oder sind Sie es vielleicht sogar schon? Oder jetzt mit den Karten auch? Weiß das jemand von Ihnen? Also ich habe es mir für dieses Ereignis noch nicht angeschaut. Ich hatte es damals für 2013 angeschaut und da, also für das Juni-Hochwasser, und da konnte man die einsehen. Also gab es so Flood Alert und Flood Watch. Also Flood Alert ist quasi die Erstwarnung und Flood Watch, das ist dann sozusagen die Fortschreibung, wie sich die Situation entwickelt. Und das konnte ich damals einsehen. Ein Kollege fragt, hat das Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz aufgrund der jetzt eben bekannten Warnungen der EFAS zu spät reagiert? Und wie bewerten Sie, dass das Landesamt die Warnstufe am Mittwoch, also dem 14. Juli, direkt um 2 Stufen auf Rot gestellt hat? Gerne, Herr Dietrich. Zu der Frage zunächst, es gibt da vielleicht eine kleine Lücke. Ich hatte ja erwähnt, dass so, oder vielleicht sollte ich es nochmal erwähnen, dass die Vorhersagen im Grunde nahtlos von 10 Tagen vorher bis unmittelbar vor dem Ereignis gehen und dann ja sogar Beobachtungswerte während des Ereignisses noch dienen, dazu Entscheidungen zu fällen. Die Länder nehmen in der Regel, und das haben wir auch mit denen diskutiert, nur den letzten Tag vor dem Ereignis für ihre Warnsysteme. Das heißt also, das Land Rheinland-Pfalz rechnet nicht 4, 5 Tage vorher. Das hat dann Warnmodelle, die von einem Kurzfristmodell oder Kürzesfristmodell des DWD betrieben werden, letztlich als Niederschlag-Input für diese Modelle und dann auch eigentlich nur einen Tag vorher abdecken. Und da passiert es dann natürlich, dass die Warnungen, sobald diese Modelle dann gerechnet sind, sehr schlagartig erhöht werden müssen. Und das ist die Erklärung, die ich im Prinzip nur habe. Man müsste das Landesamt letztlich selber nochmal fragen. Aber das ist eben so, dass da aus meiner Sicht die Länder nicht 2, 3 Tage als Horizont oder gar 4 Tage als Horizont bisher vorsehen. Mhm. Herr Mühl? Ja, das macht natürlich auch nicht immer Sinn, eine zu früh Warnung gewissermaßen auszusprechen. Ja, wir reden hier von 10 Tagen. Gut, in dem Fall hat das Signal oder ein Hinweis auf ein möglicherweise vorstehendes Extremereignis war früh erkennbar. Aber das verschwindet dann oftmals auch wieder in den nächsten Modellläufen und man kann nicht bei der ersten Gelegenheit gewissermaßen gleich die Warnmaschinerie anlaufen lassen und alle Maßnahmen da einleiten, die da vielleicht angezeigt mal werden in den Tagen. Da muss man schon warten, bis sich die Vorhersagen zur Gewissheit verdichten und dann die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Bei kleinräumigen Gewittern geht das gar nicht. Da kann man nicht mal heute sagen, ob es in 3 Stunden irgendwo ein Gewitter gibt. Bei diesem Ereignis hatte man so schon mindestens 24 bis 36 Stunden vorher, bevor der Regen eingesetzt hat. Und das war am Morgen. Der Regen ging am Morgen los, am frühen Morgen in der Eifel und auch in Köln.
12. bis 14., also an dem Mittwoch, hat dann angedauert bis zum Abend, etwa bis 20, 22 Uhr, also tagsüber. Und man hätte schon den ganzen Tag bei Tageslicht auch noch, das muss man dann auch sehen, es wäre jetzt keine Nacht- und Nebelaktion gewesen, sondern man hätte bei Tageslicht während des Regens, während eben die Flut so langsam sich aufgebaut hat, hätte man schon Maßnahmen ergreifen können oder nicht. Aus meiner Sicht vielleicht zu lange warten müssen, bis das Wasser quasi schon die ersten Häuser abtransportiert. Also da hätte man vielleicht schon im Vorfeld, wenn die Dringlichkeit, also aus meinem, wenn ich meinen Eindruck da schildern darf, hier vielleicht an dieser Stelle ein Verdacht oder was ich mir so aufdrängt, die Dringlichkeit war nicht ganz, ganz klar den handelnden Akteuren. Vielleicht fängt es am Wetterdienst an, der dann schon sieht, oh, da kommt ein Ereignis, mehr als 100-jährig, also seltener, wie es alle 100 Jahre mal aufscheint, von den Niederschlagsmengen her. Und da musste jedem klar sein, also das wird das nicht einfach nur ein Regen und es gibt nicht ein 0815 Hochwasser, sondern ein großes Ereignis. Und diese Dringlichkeit oder die Warnung dann mit der Dringlichkeit zu versehen und den Handlungsdruck, der sich daraus ergibt, quasi weiter zu transportieren an die Hochwasserzentralen und dann auch an die Entscheider letztlich, an die Landräte und so weiter. Das ging irgendwie, aus meiner Sicht, kam die abhanden, die Dringlichkeit. Die war sicher da beim Wetterdienst, die sehen ja auch jeden Tag die Karten und die hohen Niederschlagsmengen und sowas ist eigentlich im Letzten mir nicht bekannt, dass, solange ich mir die Karten anschaue, ich solche großen Niederschlagswerte schon mal gesehen hätte, über einem relativ großen Gebiet, in den Vorhersagen über 200 Liter und so, teilweise also noch mehr. Da war Potenzial sogar für noch mehr Niederschlag eigentlich sogar drin, zeitweise. Und das kam mir so vor, als war, man hat nicht die Konsequenzen so erwartet oder auf dem Schirm gehabt, möglicherweise, wie es dann letztlich kam. Vielleicht hat man gedacht, ja, das gibt ein Hochwasser, wie wir es schon häufiger hatten. Wir haben vielleicht ein paar Straßen überflutet oder laufen Keller voll. Aber diese extremen Konsequenzen, die kamen für die meisten, für alle wahrscheinlich dann doch überraschend letztlich. Und man hätte da die Dringlichkeit vielleicht mehr herausstellen müssen. Was ich ja gerne, ich schließe die Frage nochmal an, Herr Dietrich, vielleicht können Sie das auch damit aufgreifen gleich. Was ich ja ganz spannend finde, ist, Rheinland-Pfalz ist ja sozusagen einer der Empfänger der EFAS-Warnungen auch, ne? Wenn ich richtig informiert bin, Nordrhein-Westfalen wiederum nicht. Gibt es denn ein bundesweites Warnsystem, das sozusagen was Ähnliches könnte wie EFAS? Oder ist das wirklich davon abhängig, ob irgendeine Landesregierung sagt, ja, wir wollen die Infos? Oder ist das, was NRW hat, vielleicht sogar besser? Ja, soll ich was sagen? Frau Thieken, bitte gerne. Gerne. Ja, Frau Thieken schließt sich dann einfach an, würde ich vorschlagen. Okay, das eine ist, es gibt kein bundesweites Warnsystem. Das ist jetzt im Föderalismus so, dass der Bund für die Bundeswasserstraßen zuständig ist und dafür schon auch Hochwasser rechnet. Aber hier geht es ja um flächenhafte Hochwasser in kleinen Gebieten und da sind die Bundesländer erstmal zuständig. Das heißt, jedes Bundesland hat dort eine eigene Strategie. Und ich kann da jetzt auch sagen, dass Rheinland-Pfalz eigentlich ziemlich weit vorne ist, damit Simulationsmodelle zu rechnen, Frühwarnsysteme zu haben. Von daher ist so gesehen an dieser Stelle seitens des Bundeslandes einiges verfügbar. Ich wollte gerade kurz auf Herrn Mühr noch eingehen. Ich weiß nicht, ob das dazwischen passt oder ob Frau Thieken vielleicht erst was sagt zu Ihrer Frage. Ja, Frau Thieken, dann bleiben wir doch bei der Frage erstmal. Dann, ja. Okay, also man hat nach 2002 ein Portal, ein Hochwasserportal erstellt, ein bundesweites, das heißt WWW. In Folge des Hochwassers in Sachsen oder also als direkte Konsequenz? Okay. Genau, also zum einen direkte Konsequenz, also weil auch da hat man damals die Niederschlagsmengen eigentlich nicht richtig einordnen können, die vorhergesagten Niederschlagsmengen. Und deshalb ist eigentlich diese vierte Warnstufe eingeführt worden beim DWD, also diese violette Warnstufe vor extremem Hochwasser, um wirklich diese sehr besonderen Fälle nochmal deutlich zu machen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass irgendwie sichtbar war, okay, wir haben hier eben die föderale Struktur und föderalen Zuständigkeiten und es ist für Flussgebiete nicht so geeignet, wenn wir Unterliga-Oberliga-Problematiken haben. Und man hat daraufhin ein Hochwasserportal erstellt, das ist abrufbar, ist auch zugänglich für jedermann, das heißt www.hochwasserzentralen.de. Und da können Sie
die aktuelle Situation sehen? Also sehen Sie an allen Pegeln quasi, welchen Abflusswert, Wasserstand die jetzt gerade haben und transformiert in die Warnstufen. Und Sie sehen auch anhand der Einfärbung des Bundeslandes, ob es quasi eine Vorwarnung gibt. Also nicht nur den aktuellen Zustand, sondern wenn das Bundesland gelb eingefärbt ist, sehen Sie, okay, hier liegt eine Vorwarninformation vor. Also das ist das, was die Kollegen vorhin gesagt haben. Einen Tag vorher rechnen die Bundesländer das durch. Und wenn sich da eine Situation abzeichnet, dann haben Sie in dem System zumindest diese Vorwarninformationen auch zugänglich. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Also das ist quasi das, wie es in Deutschland organisiert ist. Und dann gibt es eigentlich auch noch quasi, das ist ja die Wasserwirtschaft. Also wir haben irgendwie, das ist bei der Hochwasserwarnung auch wirklich komplex. Also wir haben einmal die Meteorologie durch den DWD, dann die Wasserwirtschaft durch die Wasserbehörden in den Ländern und die BFG mit Zuständigkeit für die Bundeswasserstraßen, die zum Teil zumindest für den Rhein auch so eine etwas koordinierende Wirkung auch entfaltet. Und wir haben den Katastrophenschutz, der letzten Endes dann für die konkreten Maßnahmen vor Ort zuständig ist. Also werden Bereiche abgesperrt, werden Bereiche geräumt. Und dafür ist dann, also hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, auch nochmal eine Plattform, wo verschiedene Informationen zusammenfließen und wo auch über diese Warn-App NINA auch Informationen dann, Warninformationen rausgehen können. Herr Dietrich, ich greife da mal direkt auf, weil wir auch in unserem Vorgespräch über so einen Punkt gesprochen hatten. Wenn man sich die Hochwasserrisikokarten anguckt, also die gar nicht die konkrete Situation abbilden, sondern nur sagen, was passiert bei einem Ereignis folgender Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir uns zum Beispiel die Karten von Sinzig angucken, dann sieht man, dass dort die Pestalozzi-Straße, in der nämlich das Haus das Wohnheim für Menschen mit Behinderung war, in dem so viele Menschen ertrunken sind, relativ früh, also auch schon bei niedrigeren Wahrscheinlichkeiten in dem Gebiet ist, von dem man weiß, da läuft Wasser hin. Das gehört zu den Stadtteilen, da kommt Wasser hin. Was läuft denn da schief in dieser ganzen Kette von die Meteorologen sagen, es regnet so viel wie selten, hin zu der EFAS-Warnung oder auch zu den regionalen Übersetzungen, dann wiederum hin, dass niemand auf die Idee kommt zu sagen, oh, wir gucken mal, was hier bei uns einfach nur von diesen ereignisunabhängigen Simulationen als Risikogebiet besteht. Ja, ich kann Ihnen die Karte von Sinzig eventuell gleich einblenden, aber das passt eigentlich zu dem, was ich zu Herrn Mühr auch sagen wollte. Er hat da einen wichtigen Punkt noch angebracht. Die Frage des Risikos auch von Fehlwarnungen zum einen. Dann jetzt hinterher ist das, manche sagen besser Wisserei, ne? Wir wissen jetzt, was passiert ist, aber in der konkreten Situation muss jemand eine Entscheidung fällen. Das ist eigentlich ein großes, schwieriges Entscheidungsproblem in diesem Bereich für viele Ebenen. Und da kostet natürlich Zeit, sehr viel Potenzial, Menschen zu retten. Das ist eine sehr zeitkritische Thematik kurz vor dem Ereignis. Und die andere Seite ist auch, wie gehe ich damit um, dass Informationen sich regelmäßig ändern. Das ist aber die Natur der Sache. Und Sie sprachen, Herr Wenzel, die Frage an, am Nachmittag des 14. soll eine DWD-Entwarnung, sagten Sie, passiert sein. Das ist nicht ganz der Fall. Es gab aber eine Vorhersage, die schwächer war als die vorhergehenden. Und das kommt halt vor bei den Modellen. Diese Kurzzeitwarnmodelle, die der DWD rechnet, die auch an sich sehr innovativ sind und auch sehr guten Ruf genießen, die können aber ja auch nicht alles. Und die globalen Modelle dahinter werden in der Regel nur alle 6 Stunden berechnet. Der DWD schickt alle 3 Stunden Vorhersagen raus. Da kommt es also zu unterschiedlichen Qualitätsniveaus, was man kann. Und da kann es eben auch zu Schwankungen kommen. Und da muss man auch mit umgehen. Sowohl mit der Frage von Fehlwarnungen in der Langfrist, aber auch in der Kurzfrist mit Schwankungen. Und deshalb kann man oft eben tatsächlich gar nicht ganz präzise sagen, was passiert. Aber Sie sprachen jetzt die Hochwasserrisikokarten an, das ist im Prinzip eine Schnittstelle zu Frau Thieken, fachlich. Die hat sie ja schon erwähnt. Letztlich, die erstellt wurden, ich teile jetzt einfach mal den Bildschirm, wenn das funktioniert, die erstellt wurden im Vorfeld. Das sind ja keine Echtzeitkarten, die jetzt jemand im Hochwasserfall rechnet, sondern es ist ja Planungsdaten. Das heißt also, die Europäische Hochwasserrisikorichtlinie, Risikomanagementrichtlinie, hat dazu geführt, dass wir nicht nur die eher gebräuchlichen 100-jährlichen Hochwasserflächen berechnen, sondern auch Extremflächen. Das hatte Frau Thieken angesprochen. Die sind nicht sehr scharf definiert, aber letztlich sind sie verfügbar. Und hier sehen Sie halt dann jetzt für den Bereich von Sinzig
den Effekt, dass hier zum einen ein grün gezeichneter Deich ist, man also wahrscheinlich davon ausgegangen ist, dass das Hochwasser der A hier noch abgehalten wird. Auf der rechten Seite ist der Rhein, das heißt also bei dieser Karte ist sicher auch ein Einfluss des Rheines, aber wenn es eben dann hinter dem Deich zur Überflutung kommt, sind hier zumindest die Bereiche sichtbar, in denen das Wasser stehen wird. Und die Pestalozzi-Straße, die Sie ansprachen, liegt halt eben in dieser sogenannten HQ-Extremfläche drin. Aber wie gesagt, das ist relativ komplex, dadurch, weil die Berechnung eben nicht so lief wie das Ereignis, sondern das ist halt eine Planungskarte. Ich selber hätte jetzt unmittelbar gesagt, okay, das ist natürlich schon so ein Thema, wenn sensible Objekte in solchen Flächen erstmal liegen und man weiß, dass alles viel schlimmer wird, als diese Karte ausdrücken kann. Das ist nämlich ein Punkt, den ich vielleicht noch zeigen kann und der auch viel diskutiert wurde. Ab wann war denn klar, dass das Hochwasser das übersteigt, was wir eigentlich erwarten würden? Spätestens dann ist die Frage, ob die Leute in dem Augenblick die Kapazität haben zu handeln und das vielleicht auch versäumen. Und das ist halt dann hier so, wenn wir in dem europäischen System hinterher das Mapping, die Karte sehen, dann sehen wir, dass ganz große Teile von Sinzig unter Wasser stehen, eine viel größere Fläche als in dieser Extremplanung im Grunde genommen erfasst wurde. Das heißt, wir haben hier möglicherweise auf einer viel zu kurzen Datenbasis, das heißt wir, also insgesamt arbeiten wir hier möglicherweise auf einer viel zu kurzen Datenbasis und haben eben für die wirklich schweren Ereignisse gar nicht hinreichende Datenmengen zur Verfügung. Da hat ja Gruppe mit Frau Thieken in Potsdam auch was zu veröffentlicht zu dieser Frage, was die Ausgangsdatenbasis sagt. Und das ist hier in Sinzig sicher auch ein Problem, an dieser Stelle genau schon zu entscheiden. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt kurz dabei bin, es ist vielleicht jetzt zu viel Information auf der Karte, aber wenn Sie jetzt einfach die Messwerte anschauen, die im Land Rheinland-Pfalz genommen werden, das Land hat ein Pegelmesssystem, wo diese Pegel im 15-Minuten-Takt aufgezeichnet werden, die Wasserstände und die Abflüsse. Und das ist jetzt hier das Gebiet der A in Lila dargestellt, die drei Hauptpegel, Misch, Altena, Bad Bodendorf, also bei Sinzig. 1 und 2 sind hier die großen Städte, Bad Neuenahr, Ahrweiler und Sinzig. Und Sie sehen halt hier in Rot dargestellt, ab wann der höchste bisher in den Daten gemessene ablesbare Wasserstand überschritten wird. Das ist im Oberlauf der A um 15 Uhr und im Bereich Altena 18.15 Uhr. Hier ganz interessant, der Zufluss hier bei Kreuzberg, der Pegel, wo mit die höchsten Abflüsse gemessen wurden, wo auch 16.45 Uhr schon der höchste gemessene überhaupt Abfluss überschritten wurde. Und dann die Laufzeiten bis runter nach Sinzig, wo dann letztlich der höchste Abfluss erst um 22 Uhr überschritten wird und erst in der Nacht letztlich der Scheitel ankommt. Also wir reden hier von 7 Stunden zwischen dem Oberlauf und dem Unterlauf. Und da ist die spannende Frage schon, was kann man an dieser Stelle machen in diesen 7 Stunden? Die Frage, die wird jetzt sicher geklärt werden. Was kann man da besser machen? Es geht gar nicht um die Schuldzuweisung, sondern auch wirklich die Frage, kann man aus den vorhandenen Risikokarten, die ja erstmal statisch und planerisch sind, und den Echtzeitinformationen, die eintreffen, vielleicht sogar in Überlagerung mit dem, was Herr Mühr sagte, mit der Einschätzung, dass die Lage vielleicht doch stabil vorhergesagt wird, kann man da mehr machen, als jetzt passiert ist? Eine Frage, die sich für mich ja direkt anschließt, Frau Thiekner, da schaue ich auf Sie. Selbst wenn sozusagen jetzt die Vorhersage der Meteorologie und die Übersetzung bei den Behörden hundertprozentig geklappt hätte, muss ja auch am Ende diese Information noch bei uns Menschen am Ende ankommen. Ja, ich habe im Vorgespräch zu Ihnen gesagt, wenn bei mir zu Hause irgendwo eine Sirene angeht, dann mache ich wahrscheinlich einfach nur das Fenster zu, weil ich denke, die üben einfach nur und es mir zu laut ist. Das heißt, mir persönlich scheint offensichtlich so ein Problem mit dem Gefahrenbewusstsein zu bestehen. Und ich frage mich, wie kriegt man es denn hin, dass wir A, mit den Warnungen nicht zu niederschwellig einsteigen und B, dass das auch bei den Menschen ankommt, dass sie wissen, ups, ist keine Übung oder dieser Ton heißt das? Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen da oft von der letzten Meile, quasi wirklich, also was kommt bei der Bevölkerung an, wenn die Warninformationen und das, was kommt, eigentlich den behördlichen Teil verlässt. Und das ist oft der wichtigste und auch der anfälligste Teil eigentlich, der entscheidet, ob dann auch so eine Warnung erfolgreich ist oder nicht. Das heißt, Erfolg heißt hier, dass wir Menschenleben retten und eventuell noch ein paar Sachschäden vermeiden.
Und dafür also wünsche ich mir, dass Warnkarten, wie der DWD sie erstellt, wie aber auch die Hochwasserzentralen sie erstellen, dass die besser in den Medien kommuniziert werden und auch erklärt werden. Wir sehen ja schon, dass da eine Menge Informationen eigentlich auch verstanden werden müssen, damit man überhaupt die richtigen Schlussfolgerungen daraus zieht. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass nicht nur gesagt wird, es wird schlimm, sondern auch gesagt wird, was muss ich denn tun oder was sollte ich denn jetzt tun? Also die Verknüpfung der Gefährdungslage mit Handlungsanweisungen möglichen Auswirkungen könnte man noch dazwischen schalten und Handlungsanweisungen. Das ist ein ganz essentieller Punkt, der leider zu kurz kommt oder zu kurz gekommen ist. Herr Mühr, ich habe Ihre Hand gesehen. Ich möchte kurz noch ergänzen die Frage nochmal oder noch ein bisschen anschieben, weil Frau Thieken, Sie haben ja völlig recht. Ja, das, aber trotzdem, wenn man kann ja schlecht mit Polizei oder Feuerwehrautos durch alle Straßen fahren, damit das jeder mitkriegt, wo dann steht, lass alles stehen und liegen und geh aufs Dach, sondern diese Sirene geht an und ich weiß im Zweifel gar nicht, was das zu bedeuten hat. Genau, da müsste man dann erstmal, also das ist auch tatsächlich eine Reaktion, das weiß man aus England zum Beispiel, dass das Leute dann, okay, es ist eine Sirene an, dann recherchiere ich erstmal, was überhaupt Sache ist. Also ich schalte das Radio an oder ich schaue im Internet nach, was eigentlich passiert ist. Und da müssen dann die Informationen klar zu finden sein. Und es ist so, dass sie in diesen Akutfällen durchaus von Straße zu Straße gehen müssen und von Haus zu Haus, um aus diesen hochgefährdeten Bereichen die Personen aus den Häusern zu bekommen. Das ist natürlich eine wahnsinnig auch personalintensive und sehr auch wiederum für die Rettungskräfte auch gefährliche Aufgabe. Aber letzten Endes muss man das machen. Und die Vorwarnung ist so wichtig. Herr Dietrich hat das ja gezeigt. Eigentlich hatten wir 7 Stunden Zeit gehabt und das ist ist eigentlich viel. Es gibt Auswertungen, dass schon eine Warnzeit von 1,5 Stunden ausreicht, um die meisten Todesopfer zu vermeiden. Das ist eine Auswertung aus den 80er Jahren, schon ein bisschen älter, und es ging um Staudammbrüche. Aber wenn quasi die betroffene Bevölkerung von diesen Ereignissen 1,5 Stunden vorher gewarnt wird, Zeit hat, das Haus zu verlassen und so weiter, dann haben sie fast keine Todesopfer. Das heißt, wenn wir hier 7 Stunden Zeit haben oder auch mit eben den Niederschlagsvorhersagen mehrere Tage Zeit haben, da hätte man die Leute informieren können, sagen können, okay, wir wissen noch nicht ganz genau, wie es sich entwickelt, aber es kann sein, dass wir evakuieren müssen. Bereitet euch schon mal vor. Und ich würde mir wünschen, also dass dann auch im Fernsehen nochmal gezeigt wird, hier, das sind die Warnstufen, das bedeutet das und das. Und nochmal erklärt wird, wie verpacke ich denn einen Notfallkoffer? Wie bereite ich mich auf eine Evakuierung vor? Ich nehme Medikamente mit, ich nehme meine wichtigsten Dokumente mit, damit ich nicht alles neu beantragen muss, ob ich jetzt einen Meisterbrief habe oder ein Abiturzeugnis oder was weiß ich sonst was. Ja? Also, dass das einfach erklärt wird in solchen akuten Situationen. Herr Mühr, ich habe Ihre Meldung nicht vergessen. Ja, möchte da gerne anknüpfen an das, was Annegret Thieken eben gesagt hat. Wir müssen nur aufpassen, dass wir auch nicht überwarnen. Wir sind in Deutschland natürlich schon gewohnt, ich nenne es jetzt mal negativ, diese Vollkasko-Mentalität hier, haben wir uns bequem gemacht da drin. Aber für meinen Geschmack speziell ist bei Wetterwarnungen, und jeder, der die DWD-Wetter-App hat und verwendet und sich warnen lässt automatisch, das ist für meinen Geschmack viel zu viel. Es gibt in Deutschland keinen Tag, an dem nicht vor irgendwas gewarnt wird. Wir haben in warmen Rauschen, und in dem können sehr leicht die wirklich wichtigen Warnungen einfach untergehen. Oder nicht diese Dringlichkeit so haben, wie sie es eigentlich verdient oder wie sie es haben müssten. Also wir müssen uns schon auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, auf die wirklich herausragenden Ereignisse und brauchen nicht vor jedem einzelnen Sommergewitter eine extra Warnung auszusprechen, die natürlich auch an dem Punkt, wo sie auftreten, heftig sind. Aber das ist dann für meinen Geschmack verbessert, das ganze Warnwesen. Und das zweite Punkt ist, den Frau Thieken angesprochen hat, der Endnutzer oder die Bevölkerung, die darf nicht selber interpretieren müssen, was heißt denn das, wenn da steht 200 Liter? Ja, was bedeutet das denn jetzt? Was muss ich jetzt da machen? Sondern die Handlungsanweisung oder was zu tun und zu lassen ist, das muss ganz klar dann kommuniziert werden. Und ich bin auch durchaus, ich nenne es jetzt mal, für eine
Zwangsinformation bei so einem Ereignis, bei so einem bevorstehenden Ereignis. Ortega hat es ja auch schon anklingen lassen. Es müssen alle Kanäle verwendet werden, die zur Verfügung stehen, um die Leute wirklich zwangs zu informieren. Und nicht, dass sie selber aktiv werden müssen, um sich Informationen zu besorgen, sondern die müssen mit Handlungsanweisungen dann auch versehen werden bei so einem Fall. Und ich möchte sogar sagen, wir hätten eigentlich mehr als 7 Stunden Zeit gehabt. Ja. Die ersten Pegel sind dann auch schon, haben den Dienst versagt oder wurden gleich weggespült sogar. Da gab es dann gar keine Meldungen mehr sogar. Aber auch, also man hätte schon mindestens mit Beginn des Niederschlags am Morgen hätte man schon tätig werden müssen und zumindest mal Empfehlungen aussprechen. Leute, wie Frau Thiegen sagt, bereitet euch vor. Da kommt möglicherweise was ganz Großes auf uns zu. Lasst schon mal irgendwelche Wertgegenstände ins Erdgeschoss, versucht schon mal Schaden möglicherweise zu minimieren. Das ist ja auch vielleicht eine Frage, dass man die Schaden am Ende etwas kleiner haltet. Wie wertvolle Gegenstände ins Erdgeschoss oder nach oben transportieren, Fahrzeuge in höhere Gegenden zu bewegen. Also mich überrascht es auch immer wieder, wenn ich das sehe, wenn da 20, 30, 40 Autos transportiert werden mit dem Flussabwärts und sich übereinander stapeln. Kann ich auch mal nicht so ganz verstehen, wie es so weit eigentlich kommen kann, bei allem Wissen, dass der Pegel natürlich rasch ansteigt bei so einer Art und es nicht ewig lang dauert. Aber das muss eigentlich nicht sein. Ja? Und das ließe sich vermeiden mit weniger ist mehr. Das ist so mein Credo. Weniger Warnung ist mehr Warnung am Ende. Ja, aber die richtigen Warnungen, die müssen zwangsübermittelt werden an die Leute und mit den entsprechenden Anweisungen muss eine größere Sensibilität auch erzeugt werden in der gesamten Wahrnehmung und auch in der Handlungskette, um eben da möglichst den Schaden zu minimieren und eben auch dann Menschenleben einfach dann zu bewahren am Ende. Wenn diese Pressbriefings eins gemeinsam haben, dass ich immer denke, wir könnten noch immer weitermachen, aber wir haben für eine Stunde eingeladen und da möchte ich auch groß drin bleiben. Deswegen würde ich jetzt zur abschließenden Runde kommen und kurz auch nochmal die Info an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden alle Links zu den Karten, die gerade gezeigt wurden, insofern sie öffentlich zugänglich sind, Ihnen gerne auch zur Verfügung stellen. Spätestens dann, wenn es auf die Webseite kommt, wenn Sie es vorher brauchen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@sciencemediacenter.de. Ich möchte jetzt gerne noch einmal, und das werde ich alphabetischer Reihenfolge tun, und deswegen würde ich mit Ihnen gleich beginnen, Herr Dietrich, Sie alle nochmal um eine abschließende Einschätzung vielleicht bitten. Also war das nun eine Katastrophe mit Ansage oder nicht? Also nicht ein Unwetter, sondern eine Katastrophe, die sich daraus entwickelt hat. Und was ändert sich denn jetzt am besten im Nachgang? Was wird gelernt und vor allem von wem? Ja, für mich, wenn man es so sagen soll, war es eine Katastrophe mit Ansage, ohne genau zu wissen, was passieren wird. Aber dass etwas Schlimmes passieren kann, ist durchaus aus den Daten zu sehen. Lücken gibt es natürlich extrem viele. Ich glaube, die Hauptlücke hat Frau Thiegen angesprochen mit der Frage der ganz klaren Adressierung einer Handlungsanweisung an die Leute zu schicken. Das hat überall gefehlt, wie es scheint, oder fast überall. Das ist für mich mit essentiell, denn wenn wir ein paar Stunden haben und sehen, die Pegel ansteigen, dann ist tatsächlich noch eine Chance. Dieses lauft weg, wenn ihr könnt, ist eine Information, die keine 3-4 Tage braucht. Nichtsdestotrotz ist die andere Frage spannend, wie kann ich aus einer stabil eingeschätzten Lage nach und nach versuchen herauszufinden, ob die mittlere Erwartung eintritt oder doch die katastrophale. Denn diese Unsicherheitsbandbreiten sind ja nicht ganz klein. Und hier hätte man eben in die eher katastrophale Richtung gehen müssen. Und wann erkenne ich das? Das ist ein Entscheidungsproblem, an dem sicher noch einige Arbeit erfolgen kann, neben den auch praktischen Fragen des Katastrophenschutzes, wenn ich jetzt erstmal für die Warnung spreche. Wenn ich beim Alphabet nicht durcheinander gekommen bin, Herr Mühe? Ja, der Dietrich hat die wesentlichen Punkte schon angesprochen. Die Bandbreite der Erwartungen ist, oder der möglichen Erwartungen ist groß, oftmals sogar noch mit Beginn des Ereignisses sogar. Trotzdem würde ich auch den handelnden Akteuren nicht eine Möglichkeit gewissermaßen anbieten, ja, es könnte von da bis da irgendwas sich ereignen, sucht ihr was aus, so in dem Motto, sondern schon konkret sagen, wir erwarten eher einen konkreten Zahlenwert oder eine konkrete Erwartung eben dazu formulieren. Meinetwegen dann eben auch die höchste, wenn das doch sich abzeichnet, dass es immer realistischer wird. Das ist schon meine Sicht der Dinge. Und ja, und insgesamt, wie ich schon sagte, weniger ist mehr. Also ich
dieses Warnwesen insgesamt, muss man fragen, der Informationsfluss vom Wetterdienst zu den Hochwasserzentralen und zu den Landratsämtern, sollte man auch überprüfen, ob der immer flüssig funktioniert und ob da auch irgendwelche Informationen verloren gehen oder uminterpretiert werden. Also das sind alles so Fragen, die man sich schon anschauen sollte. Die Wege sollten kurz sein, es sollten klare Anweisungen an die Bevölkerung gegeben werden, was zu tun und zu lassen ist. Der Interpretationsspielraum muss ganz klein sein oder klein gehalten werden. Und dann, denke ich mal, kann man mit solchen relativ seltenen, zum Glück, Ereignissen doch gut umgehen. So sehe ich das dann schon auch. Mhm. Frau Thiegen, nochmal zur Erinnerung, die Frage, war das eine Katastrophe mit Ansage und was wird gelernt und vor allem von wem? Ja, mir ging in den letzten Tagen immer so durch den Kopf, es war eine schallende Ohrfeige für das Risikomanagement. Also eigentlich sind wir in den letzten 20 Jahren auf einem guten Weg gewesen, auch wirklich Risikomanagement zu betreiben. Aber gerade diese extremen Ereignisse haben wir letzten Endes doch wieder unterschätzt. Und aus meiner Sicht müssen wir auf jeden Fall die Erfahrungs- und Datengrundlage ausweiten. Also Herr Beckert hat das ja auch geschrieben, 6 Meter Pegel konnte sich der Bürgermeister nicht vorstellen. Aber letzten Endes haben die historischen Hochwasser an der Ahr diese Werte erreicht oder auch überschritten. Und so ein Wissen muss dann aufbereitet werden, muss auch in die Planungsgrundlagen eingehen. Also ich denke, das ist nochmal ein ganz wichtiges Lehrstück, wirklich zu schauen, wie man mit diesen sehr seltenen extremen Ereignissen umgeht, auch in den Planungsgrundlagen und wie man sich darauf vorbereitet. Man wird dann nicht Schäden vermeiden können, aber man kann sie deutlicher vermindern, vor allem die Schäden an, also die humanitären Schäden, die vielen Todesopfer. Das ist ganz klar. Und ich denke, wir brauchen wirklich mehr Anstrengungen in der Risikokommunikation. Also, dass die Warnung auch besser transportiert wird, die Handlungsanweisungen klarer sind. Und das gilt nicht nur für Starkregen, sondern auch für Hitzewellen. Also die Todesopfer zum Beispiel durch die Hitzewellen der letzten Jahre bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung oder eher noch viel, viel höher für Deutschland als das, was wir jetzt erlebt haben. Und auch da kann man eigentlich vieles vermeiden. Und ich denke, wenn man wirklich zu einer Risikokultur kommen will, dann braucht es da jetzt eine konzertierte Aktion in der Risikokommunikation. Vielen Dank dafür. Dann möchte ich mich jetzt am Ende nochmal bei Ihnen dreien bedanken. Frau Thiegen, Herr Mühr, Herr Dietrich, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns zu helfen, das zu verstehen, den Live-Blick auf die Karten zu werfen, Live-Blick, aber ich meine, so früh es ging, diesen Blick auf die Karten der EFAS zu werfen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, danke, dass auch Sie teilgenommen haben. Danke für Ihre vielen Fragen. Ich hoffe, Sie fanden es auch so spannend wie wir. Wir werden am Montag das Video und das Transkript auf unserer Webseite dann online stellen. Und wenn Sie vorher das Video oder den Audiomitschnitt wollen, schreiben Sie uns eine Mail an die vermutlich bekannte E-Mail-Adresse redaktion@sciencemediacenter.de. Danke für Ihre aller Zeit und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.